Wie kann ich selber, auch wenn ich kein Theologiestudium hatte, nicht Althebräisch, nicht Griechisch vielleicht gelernt habe, geht das trotzdem, dass ich die Bibel erforschen kann? Mit welchen Mitteln geht das? Oder auch einfach, ja, was gibt es da vielleicht für gute Tipps, wenn man selber Bibel liest, wie man da vorgehen kann? Was könnte man dabei beachten? Heute soll es um 10 Regeln gehen zum guten Textverständnis der Bibel, wie man Bibel lesen kann und dazu gleich mehr. Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Faith.Science. Mein Name Jascha Schmitz. In diesem Video soll es darum gehen, ja, wie kann ich persönlich, kann ich das überhaupt als Laie, kann ich mich daran trauen, die Bibel wirklich zu erforschen, zu verstehen, selbst drin zu lesen, selbst zu analysieren? Gibt es da Hilfsmittel? Gibt es da Tipps zu und so weiter? Da könnte man wahrscheinlich, nicht nur da könnte man, da gibt es komplette Bücher drüber. Ich möchte heute einfach mal auf 10 Punkte eingehen, die ja, Forscher oder ein Sprachexperte, der Dr. Michael Heiser, mal aufgestellt hat. Man könnte natürlich jetzt auch andere Punkte für sich selber irgendwo aufstellen, aber das ist eine Liste. Da hatte ich mal den Artikel von ihm übersetzt, auf die Webseite faith.science raufgenommen in Deutsch. Und er selbst vertritt eben die Ansicht, nee, um die Bibel gut zu verstehen und auch da wirklich selbst zu forschen, einfach anhand der Bibel auch zu forschen, muss man jetzt kein Gelehrter sein. Das ist Quatsch. Ich denke, die meisten, auch gelehrten Christen, werden das ähnlich sehen, also auch die, die studiert haben. Ja, aber wir wollen jetzt einfach schauen, was gibt es denn da für Tipps, um halt den Text der Bibel, wenn ich die Bibel jetzt zur Hand nehme, richtig und gut zu verstehen. Worauf sollte ich da achten? Gibt es da irgendwelche Fallstricke dabei? Und welche Einstellung sollte ich vielleicht auch dazu haben? Und damit fangen wir mal an. Warum denn überhaupt Bibel lesen? Ist das denn wichtig, selbst die Bibel zur Hand zu nehmen als Christ? Reicht das nicht, wenn ich irgendwie im Gottesdienst sitze und naja, da hat sich dann ja der Geistliche Gedanken gemacht, ne? Hat da irgendwie seine Predigt vorbereitet und reicht doch, wenn er das dann irgendwie vorliest? Wenn ich Glück habe, ist es vielleicht noch jemand, der dann halt mit einem Beamer oder irgendwo auf dem Bildschirm halt den Bibeltext zeigt und ja, dann ist doch gut, oder? Ja, ist das richtig? Also, dass man jetzt persönlich sagt, ja, ich habe doch da jemanden, der ist engagiert dafür und hat das gelernt, soll der sich doch damit beschäftigen? Wenn es die Möglichkeit gibt, etwas in der Hand zu halten, etwas selbst zu nutzen, wo Gott selbst gesagt hat, ich gebe dir was Persönliches, wo du von lernen kannst. Also wie einen Brief, den er mir gibt. Ist das dann gut zu sagen, ich gebe diesen Brief, der auch an mich persönlich geschrieben ist, den gebe ich immer an andere weiter. Ich lasse andere nur da drin lesen oder mir vorlesen, aber ich selbst gucke da eigentlich gar nicht rein. Das wäre einfach schade. Also der Absender des Briefes, in dem Fall dann Gott, wäre halt wahrscheinlich ja traurig. Und ja, wenn man da eben von ausgeht, ne, wenn man das jetzt glaubt als Christ, dann wäre es ja sinnvoll auch zu sagen, ich nehme da die Bibel selbst zur Hand. Selbst wenn man nicht an Gott glaubt, aber die Bibel erforschen möchte, ist es natürlich auch dann sinnvoll, bestimmte Dinge zu beachten, auf die gehen wir gleich ein. Dennoch, ein Zitat möchte ich deswegen auch hier direkt aus der Bibel mal vorlesen. Und zwar haben wir hier den 2. Timotheusbrief, Kapitel 3. Da schrieb der Paulus an seinen Azubi, also Reisegefährten, der Timotheus, den hatte er sozusagen geschult auch, war mit ihm viel unterwegs gewesen. Und er sagt ihm dann hier in Vers 14: Du sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Also der Paulus wollte hier an dieser Stelle, also, und das sieht man, dass der Timotheus sich selbst überzeugt von dem, was Paulus ihm beigebracht hat. Das geht hier schon mal draus hervor. Ist also gut, dass er selbst dann ins damalige, die damalige Bibel, Alte Testament hineingeschaut hat. Genau, also von der du dich selbst überzeugen konntest. Vers 14 weiter: Du kennst ja die, die dich gelehrt haben, und du bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Weisungen bekommen hast, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Wann hat es bei ihm angefangen? Von Kind auf.
Also ganz früh wurde er hier mit den Heiligen Schriften vertraut gemacht. Super Sache hat also ganz früh diese Schriften zur Hand genommen, die Bibel damalige. Vers 16. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift auf alle Anforderungen gewachsen. Allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Jetzt steht hier also, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Der hat da gewirkt, als die Schreiber das aufgezeichnet haben. Deswegen ist der Nutzen so groß. Und dann steht hier, jemand, der Gott gehört und ihm dient, ist mit dieser Schrift, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Also hier merkt man mal, was dafür eigentlich, was das für eine Hausnummer ist, die der Bibel hier zugewiesen wird, dass man da sagt, das ist nicht einfach nur ein Buch, wo ich einmal irgendwie am Sonntag reingucke oder so, ist dann auch nett. Sondern im Grunde genommen, wenn ich dir sagen würde, du bekommst ein Tool zur Hand, ich gebe dir irgendeine oder eine coole App oder sowas, und mit dieser App da kannst du eine Frage stellen oder da kannst du Probleme mit lösen, die im Alltag auftreten. Alle möglichen Fragen, die dir so kommen, kannst du damit klären. Wenn du traurig bist, kann dir die App helfen. Wenn du wütend bist, wenn dich jemand verletzt hat, wenn du was falsch gemacht hast, kann dir diese App helfen. Würdest du nicht sagen, ja, wo kriege ich denn die? Da bin ich auch bereit, 2 € für zu zahlen oder so. Also ist natürlich Quatsch, so eine App gibt es ja nicht. Aber jetzt stand hier in der Bibel, dass, ne, vermeintlich das, was man in der Bibel lernt, dazu hilft, allen Anforderungen gewachsen zu sein. So, für jeden, der Christ ist, ist das also ein Wahnsinnsding. Also das auch wirklich zu nutzen, dazu sagen, ich schnapp mir die Bibel und guck selber rein, warum soll denn nur mein Pfarrer allen Anforderungen gewachsen sein im täglichen Leben? Hat ja nicht nur er die Bibel bekommen, sondern ich auch. Also warum nicht das auch für sich selber nutzen und Gott besser selber kennenlernen? Genau, also das ist so der Antrieb. Und jetzt wäre aber die Frage, ja, wenn ich dann die Bibel betrachten möchte, was sind denn diese 10 Regeln? Möchte ich kurz durchgehen. Also die Regel Nummer 1, und ich kann auch hier gerne mal wieder auf den Bildschirm schalten, wo haben wir? Regel Nummer 1, hier, es gibt keinen Ersatz für die genaue Beachtung des biblischen Textes. Also nochmal zu dem Punkt zurück. Du hast vielleicht eine Theologie, einen Glauben, der sich an Gott gebildet hat, christlichen Glauben, der beruht auf einem Glaubensbekenntnis oder der beruht vielleicht auf, ja, dem, was deine Eltern dir erklärt haben oder dem, wie gesagt, was der Pfarrer jede Woche erklärt oder was du in irgendwelchen Büchern gelesen hast. Aber das alles heißt nicht, dass das, was du da gelernt hast, nicht fehlerbehaftet ist. Warum? Das kommt aus zweiter Hand. Also das hast du ja jetzt nicht direkt in der Bibel gelesen, wenn es dir jemand erklärt, wenn dir jemand da das nur sagt aus der Bibel. Das heißt, Regel Nummer 1, es gibt keinen Ersatz für die genaue Beachtung des biblischen Textes. Also jemand, der Bibel verstehen möchte, sollte die Bibel lesen. Ganz einfach. Ist eigentlich super logisch, aber deswegen auch klar, dass es die erste Regel ist. Also, es gibt keinen Ersatz für die genaue Beachtung des biblischen Textes. Gut, einfach. Nächster Punkt, viel schwieriger schon, das haben wir hier, Punkt 2. Beachten Sie den biblischen Text in den Originalsprachen. So, und das schreibt jetzt hier so ein Bibelgelehrter, der hat gut reden, der hat die ja gelernt. Du und ich, wir können die ja gar nicht. Aber er sagt jetzt hier, okay, ne, wenn man das nicht kann, also wenn man die Originalsprachen nicht beherrscht, dann Tipp, trauen Sie niemals einer oder traue niemals einer einzelnen Bibelübersetzung. Benutze verschiedene Bibelübersetzungen. Nimm die zur Hand. Gibt es auch kostenlos, zeige ich nachher vielleicht noch kurz, wo man online eben auch parallel verschiedene Bibeln sich direkt anschauen kann. Was auch da schlau wäre, also wenn man dem biblischen Text in Originalsprachen dadurch näher kommt, dass man verschiedene Bibelübersetzungen nimmt oder auch Werkzeuge,
Auf die gehen wir auch noch mal später ein. Also was gibt's für kostenlose Tools im Internet, um halt auf Ursprachen einzugehen, ohne die zu können. Gibt es nämlich ganz tolle Hilfen. Wenn man aber das jetzt nicht nutzt, ist erster Schritt erstmal verschiedene Bibelübersetzungen nehmen und sich vielleicht auch damit zu vertraut zu machen, ja, jetzt die Schlachter 2000 oder die neue evangelistische Übersetzung oder die gute Nachricht oder Hoffnung für alle. Was war denn da für eine Absicht bei dieser Übersetzung dahinter? Das steht im Vorwort in der Regel. Da gibt es dann eben Übersetzungen, die sind sehr nah am Urtext, wie die Schlachter. Also die halten sich sehr nah an dem ursprünglichen Wortlaut des Griechischen oder Hebräischen, bringen das sehr genau rüber. Es gibt andere, die sind wesentlich freier übersetzt, wie jetzt die Gute Nachricht oder Neue Evangelistische Übersetzung. Und da ist es eigentlich gut, sich damit vertraut zu machen, die Übersetzung, die ich gerade lese, was ist denn da für eine Absicht dahinter? Also das heißt nicht, dass die eine richtig, die andere falsch ist. Die sind beide gut. Ne? Nur wurde vielleicht versucht, Sätze so zu formulieren, dass sie leichter zu verstehen sind für uns heute, aber dadurch eben ein bisschen dieses Ursprachliche verloren geht in manchen Übersetzungen. Das ist einfach gut, vielleicht mal Vorwort lesen von der Bibel, sich damit vertraut machen. Oder auch mit Denkfehlern, da gibt es auch Bücher zu, also Denkfehler in der Bibelauslegung. Also gut, muss man jetzt nicht direkt vorab machen. Wie gesagt, Schritt 2. Nehmen wir mal einfach, ne? Den Bibeltext in Originalsprachen beachten, vielleicht Tools dafür nutzen oder einfach auch verschiedene Bibelübersetzungen. Ne? Biblischer Text im Original, wichtig. Punkt 3, dritter Punkt, auch da nochmal ganz kurz, damit man es auch sieht, springe ich wieder hier hin. So, das ist hier Punkt 3, Muster im Text sind wichtiger als Wortstudien. Okay. Das ist jetzt eine Sache, da stößt man dann aber auch erst später drauf, nicht wenn man jetzt direkt vielleicht ganz frisch anfängt, Matthäus-Evangelium erste Mal zu lesen oder so. Aber da geht es tatsächlich darum, dass es in der Bibel Muster gibt, wenn es zum Beispiel um die Befreiung Israels geht, dass es da halt bestimmte Muster gibt, die immer wieder vorkommen. Und dass da halt diese Muster, die großen Muster, die zu finden sind in Bibelbüchern, in Kapiteln manchmal, im Alten Testament, aber dann auch wieder im Neuen Testament, dass diese Muster halt wichtiger sind als jetzt so wie mit einem Mikroskop, so ein einzelnes Wort sich daran festzuhalten. Das kann man machen. Man kann aus einem Bibeltext ein Wort analysieren, ganz intensiv, und dadurch viel lernen. Aber für das große Verständnis des Kontexts, also des oder des Sinnzusammenhangs der Bibel, sind eben diese Muster sehr wichtig, die zu erkennen. Okay, einfach im Hinterkopf behalten, Muster im Text sind wichtiger als Wortstudien. Vierter Punkt, den wir haben, ist, um Prophezeiung zu verstehen, Prophetie zu verstehen, viertens, haben wir hier, die Schlüssel, Prophetie zu verstehen, ATNT. Was heißt das? Also die Schlüssel, um Prophezeiung zu verstehen, ist die Art und Weise, wie das Alte Testament im Neuen Testament angewandt wird. Da gibt es dann zum Beispiel Passagen, wo Paulus das Alte Testament zitiert oder wo Jesus das Alte Testament zitiert und sich dann bestimmte Passagen halt in der Zeit von Jesus oder in der Zeit der ersten Christen erfüllen. Also da eben genau gucken, okay, wenn ein Bibelschreiber unter Inspiration, ne, wenn Gott das dann so wollte, er nimmt also einen Text aus dem Alten Testament und sagt, das hat sich heute erfüllt. So, dann weiß ich also, aha, da habe ich eine Bestätigung dafür, dass der Text so angewandt werden darf. Ne? Das ist dann logisch, weil das gibt der Bibelschreiber mir vor, da erkenne ich dann diese Erfüllung. Aufpassen muss man, wenn eine bestimmte Passage im Alten Testament nie für eine bestimmte Erfüllung genutzt wird. Also da mal ein Beispiel, und zwar das Hohelied Salomos. Das ist in christlichen Gruppen immer wieder, dass das vorkommt, also Zeugen Jehovas, aber auch bei ganz vielen anderen. Die letzten Videos waren ja alle eben an Zeugen Jehovas oder über die Lehre der Zeugen Jehovas. Aber da gab es das und in vielen anderen christlichen Gruppen kommt das auch immer wieder vor,
dass das Hohelied Salomos genutzt wird, um so ein bisschen, naja, diese Beziehung zwischen Jesus und der Kirche darzustellen. Dass da gesagt wird, ja, das Hohelied veranschaulicht die Beziehung von Jesus zur Gemeinde. Das Problem, was man da jetzt nur hat, ist, kein einziger Bibelschreiber im Neuen Testament, niemand, also kein Evangelienschreiber, keiner dann von den Briefen, die geschrieben wurden, kein einziger Bibelschreiber im Neuen Testament nutzt das Hohelied so. Also damals ist keiner auf die Idee gekommen im ersten Jahrhundert, ne? Paulus oder Petrus, und hat gesagt, übrigens, das Hohelied, ne, damals, das steht für Jesus und die Gemeinde, wie Jesus mit der Gemeinde umgeht. Nee, hat Petrus nicht geschrieben, hat Paulus nicht geschrieben, Johannes, ne? Also gibt es nicht, hat kein Bibelschreiber so angewandt. Und dann wäre es halt nicht gut, Dinge da rein zu interpretieren, die eigentlich gar nicht da sind. Also, um Prophetie zu verstehen, Prophezeiung zu verstehen, ist es wichtig, erstmal diesen Schritt zu gehen, zu gucken, okay, wie wird denn das Alte Testament im Neuen Testament genutzt? Wie wird das da angewandt? So, und damit kommen wir, das war die erste Hälfte, kommen wir zum, ja, nee, kommen wir jetzt zum Punkt 5. Der fünfte Punkt, und zwar die Bibel im Kontext interpretieren. Was heißt das? Also im Kontext, in dem die Bibel entstand. Das ist der fünfte Punkt. Wieder ganz kurz einmal zum Abgrenzen hier, ne? Die Bibel, zack, muss im Kontext interpretiert werden. Nicht im Kontext einer theologischen Tradition steht hier oder ihres eigenen ganz persönlichen Kontexts, also der mir gerade lieb ist. Wichtig ist der Kontext, in dem die Bibel entstand, und zwar der antike Nahe Osten, also Mittelmeerraum. Ja, warum ist das wichtig? Die Bibel wurde nicht geschrieben, als Augustinus gelebt hat oder die Kirchenväter gelebt haben. Die Bibel wurde nicht im Mittelalter geschrieben, Thomas von Aquin in der Zeit oder so. Die Bibel wurde auch nicht geschrieben, als Luther gelebt hat in der Reformation oder jetzt in der modernen Ära oder so, ne? Also die Bibel wurde zur Zeit der ersten Christen oder eben davor geschrieben und in einem ganz speziellen historischen und kulturellen Kontext. Und dieser Kontext ist wichtig, den mit zu betrachten, wenn ich die Bibel lese, um halt zu verstehen, was passierte damals, warum sind bestimmte Dinge so oder so ausgedrückt. Also immer im Hinterkopf haben, nicht das, was ich jetzt heute irgendwie aus meiner Zeit gerade empfinde, das ist nicht der Kontext der Bibel. Die Bibel hat ihren eigenen auch historischen Kontext, den man mit betrachten muss, um bestimmte Passagen zu verstehen. Wir rattern hier ziemlich durch, ne? Also das war jetzt Punkt 5. Wie gesagt, Kontext der Bibel, historischer Kontext. Und da kommen auch nochmal Beispiele demnächst zu. Also ich möchte ein paar einzelne Punkte hier mal aufgreifen, um dann mal zu zeigen, aha, so ist das also. Zum Beispiel hier historischer Kontext der Bibel, Thema Kopfbedeckung bei Frauen. Da gibt es nämlich ganz spannende historische Dinge, die damit zusammenhängen, warum Paulus da Sachen zugeschrieben hat. Und da werde ich vielleicht das nächste oder übernächste Video mal zu machen, um mal zu zeigen, ja, was hilft uns heute da, den historischen Kontext der Bibel auch zu verstehen und zu verstehen, warum manche Aussagen da sind. Genau. Sechster Punkt. Das hat der Dr. Heiser, die Überschrift von ihm, der hatte er geschrieben. Ich zeig's wieder. Die Bibel ist ein göttliches, menschliches Buch. Was will er damit sagen? Oder was ist damit gemeint? Gemeint ist damit einfach, dass die Bibelschreiber Menschen waren. Und teilweise halt sich hingesetzt haben, abends bei Kerzenlicht, Feder zur Hand genommen haben und einen Brief geschrieben haben an vielleicht irgendeinen Glaubensbruder oder irgendeine Gemeinde oder irgendeinen König. Und das waren treue Männer. Und das war jetzt nicht, dass sie plötzlich die Augen nach oben gedreht haben, also dass Inspiration so funktioniert, von wegen sie verdrehen die Augen, fangen blind an zu schreiben, werden nach 2 Stunden wach und wundern sich, ach du Schande, was habe ich denn da geschrieben? Ist ja Wahnsinn, Hammer, erstmal lesen. Also das ist nicht, wie Inspiration funktioniert, sondern da waren wirkliche Menschen, die haben wirklich was aufgeschrieben, echte Briefe. Und
in diesem Prozess von den treuen Männern, in dem Prozess des Schreibens, da hat dann eben der Geist Gottes gewirkt, um auch Gedanken mit festzuhalten, die eben den Vorsatz Gottes betreffen. Also das ist, wie Inspiration eigentlich verstanden wird im Allgemeinen. Also deswegen Tipp, ne, die Bibel als göttliches, menschliches Buch sehen, die Bibel so sehen, als ob sie auch wirklich jemand geschrieben hat. Ne? Das nicht ein Resultat von irgendeinem paranormalen Besessenheit ist oder so. Warum ist das wichtig, sich da das bewusst zu machen oder überhaupt kann man das finden? Ich möchte mal ein Beispiel zeigen, was ich persönlich immer ganz witzig finde. Da gibt es einen Brief von Paulus an die Gemeinde in Korinth, also den ersten Brief, zu uns überschrieben, erster Brief, der erste, den wir da haben. Und ich switch mal wieder hier um. Da schreibt Paulus an die Gemeinde, ne, und ja, spricht so ein bisschen darüber, dass die Gemeinde da gespalten ist, was er nicht gut findet und sagt, das ist nicht gut, verschiedenen Leuten nachzulaufen. Und dann sagt er in Vers 15 nämlich, weil er hat die Gemeinde ja mitgegründet, war da gewesen und sagt, oder Vers 14, ich danke Gott, dass ich außer Crispus und Gaius keinen von euch getauft habe. So kann doch wenigstens niemand behaupten, eure Taufe sei eine Taufe auf meinen Namen gewesen. Also er sagt er hier so, ein Glück, ne, dass ich hier niemanden getauft habe, außer die beiden, Crispus und Gaius. Dann könnt ihr wenigstens nicht behaupten, ne, so, dass ihr da jetzt auf meinen Namen getauft seid. Also er will hier sich so abgrenzen, ne, zurückhalten und sagen, ist ja nicht richtig, Menschen zu folgen. Aber jetzt Vers 16. Wie gesagt, Paulus sitzt bei Kerzenlicht und schreibt gerade einen Brief. Vers 16. Da fällt mir ein, ich habe auch noch Stephanus getauft und die, die zu seiner Familie gehören. Also Paulus saß da abends bei Kerzenschein an seinem Tischchen, hat geschrieben, hier, ne, Crispus und Gaius, zum Glück habe ich keinen außer den beiden getauft, schreibt den Satz zu Ende und dann so, ah, okay, da fällt mir ein, ich habe auch noch Stephanus getauft, die zu seiner Familie gehören. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, hat er wahrscheinlich erstmal 5 Minuten Pause gemacht und überlegt, okay, war da dann doch noch jemand, habe ich jetzt jemanden vergessen? Und dann kommt nämlich der nächste Satz. Aber davon abgesehen kann ich mich nicht erinnern, jemand getauft zu haben. Also er scheint nochmal nachgedacht zu haben, überlegt zu haben, so, habe ich da doch noch jemand getauft? Nee, habe ich nicht. Also er musste sich beim Briefschreiben selbst korrigieren. Und da merken wir halt, die Bibel ist ein göttliches, menschliches Buch. Menschlich, okay, da schreibt jemand, der Fehler hat, ganz offensichtlich, dem, der ja gerade irgendwie auch Murks passiert ist. Und löschen konnte er nicht, hat ja keinen Computer gehabt. Also schreibt da eben den Satz dann weiter. Ach, da fällt mir ein. Okay. Punkt 7. Ist eine Bibelpassage seltsam, dann ist sie wichtig. Das ist auch so ein Hinweis, den er da gegeben hat bei seinen 10 Regeln. Also wenn irgendwas im Bibeltext steht, steht es da mit Grund. Ne? Nicht zufällig, und wichtig ist, wenn man da was liest, was merkwürdig ist, dann muss auch wieder diese Passage im Kontext verstanden werden. Nicht aus dem Kontext reißen, sondern im Kontext sehen. Das heißt, erstens, der Kontext dieser Bibelpassage, also wo steht das da im Vers oder den Versen vor und danach, dem Kontext des Bibelbuchs, also des Kapitels oder eben des gesamten Bibelbuchs oder der Abschnitte, und dann dem größeren Kontext der, ja, Weltanschauung, auch der damaligen Zeit eben. Was finde ich da halt noch als größerer Kontext, der aufgeschrieben wurde, kulturell, was passierte gerade politisch in der Zeit, was war militärisch passiert, also wo war das Volk Israel vielleicht unterwegs und so weiter. Also Kontext ist King in dem Fall. Also ist eine Bibelpassage merkwürdig, dann ist sie wichtig. Und dann ist es besonders wichtig, halt sich viel Mühe zu geben, den Kontext zu erforschen. Punkt 8, ganz simpel, erst lesen, dann zuordnen. Das gibt es in der Moderne, dass, ich zeige es ja immer, ich springe hier nochmal wieder rein. Also hier, ne? Punkt 8, erst lesen, dann zuordnen, zack. Und hier ist so der Vergleich, naja, wenn ich Lebensmittelregale oder in der Apotheke, da arbeitend jemanden möchte ein Apothekenregal auffüllen, dann ist das natürlich sehr sinnvoll, wenn der Mitarbeiter halt lesen kann.
Ne? Oder wenn er Tabletten in so Schächtelchen reinmachen muss und so, dann sollte er besser lesen können und erst danach zuordnen. Und so ist es halt bei der Bibel auch. Also erstmal Bibel lesen, ausführlich, sich Zeit nehmen und erst danach dann Lehren ableiten. Und nicht umgekehrt. Also nicht, ich habe eine Lehre im Kopf, die gefällt mir gut. Von was auch immer. Mir fällt jetzt wieder ein, treuer und verständiger Sklave, weil ich da so viel drüber gesprochen hatte. Aber können ja auch andere Lehren sein. Ne? Also egal welche. Nicht so machen, dass ich sage, ich habe eine Lehre, die finde ich total schön, die gefällt mir gut. Und weil mir die Lehre so gut gefällt, suche ich nach einzelnen Bibelpassagen, die irgendwie gut dazu passen. Und nehme die dann raus aus dem Zusammenhang. Das wäre falsch. Ne? Dann würde ich halt als erstes Dinge meiner persönlichen Meinung zuordnen und vielleicht irgendwann später auch mal die Bibel wirklich lesen an der Stelle. Nee, wichtig ist erst Bibel lesen und dann zuordnen. Hier ist so die Warnung oder in Wikipedia, da wird die Beweistextmethode beschrieben. Im Englischen ist das Proof Texting. Da wird gesagt, die Beweistextmethode, was man eben nicht machen soll, ist das Herausgreifen von Zitaten aus einem Text, um eine Behauptung zu untermauern. Kritiker bemerken, dass solche aus dem Zusammenhang gerissenen Zitate die ursprüngliche Absicht des Autors möglicherweise nicht genau wiedergeben und dass ein Dokument, das so zitiert wird, die Behauptung, für welche es zitiert wird, möglicherweise gar nicht stützt, wenn man es ganz liest. Ja, also da eben aufpassen, wie man mit der Bibel umgeht, nicht Beweistextmethode, Sachen rausgreifen, einzelne. So, jetzt ein ganz wichtiger Hinweis. Regel Nummer 9, einfache Regel, verwirrt sein zulassen. Also man darf auch mal verwirrt sein oder bleiben. Das ist die Regel 9. Hier im grünen Kasten anders ausgedrückt, wenn Sie die Bibel nicht weiter gedanklich beschäftigt, haben Sie nicht genau gelesen. Wenn Ihr Kopf nicht mit Fragen über das Gelesene gefüllt ist, wie zum Beispiel der Text mit anderen Versen im Einklang gebracht werden kann, dann haben Sie die Bibel nicht wirklich studiert. Also dann hat man vielleicht die Bibel gelesen, ne, um irgendwie einen Kick zu kriegen, aber man denkt im Grunde genommen gar nicht so über den Text nach in der Tiefe, wie man es könnte. Also es ist normal, bei jedem, der intensiv, tief sich mit der Bibel beschäftigt, dass Fragen auftreten, dass man auch mal verwirrt ist. Also das zulassen. Das ist nichts Schlimmes. Ne? Darf auch mal was offen sein und dann, man kann ja auch das im Gebet sagen, das mit einbeziehen und für sich einfach die Notizen aufschreiben, ne? Für sich festhalten, was man bis dahin verstanden hat. Und damit kommen wir nämlich zum 10. Punkt auch und letzten. Zehnter und letzter Punkt. Wo haben wir es? Wieder umschalten. Und zwar bilden Sie ein Netzwerk exegetischer Erkenntnisse. Also was heißt das? Man sammelt Erkenntnisse, die man aus dem Bibellesen, aus der Betrachtung der Bibel gewonnen hat. Schreibt sich das auf oder macht sich irgendwie einen Ordner oder am Computer, was auch immer. Ne? Oder schreibt sich einfach in die Bibel daneben. Also nach und nach bildet sich ein Netzwerk von Dingen, die man versteht. Und je mehr ich da halt an kleinen Brocken von Verständnis habe, wo ich sage, ah, die Passage verstehe ich jetzt besser und die verstehe ich besser. Und hier bei dem Bibelbuch weiß ich besser, in welcher Zeit das geschrieben wurde und was da gerade los war im Volk Gottes. Je mehr ich davon habe, umso mehr bildet sich so ein Netz, wo ich Sachen auch wieder gut anfügen kann. Ja, also man sollte sich ein Netzwerk bilden, wo man etwas, ja, drauf aufbauen kann an Erkenntnissen. Genau. Hier dieser Satz, die einzige Möglichkeit, Gottes Gedanken zu denken, besteht darin, den Krümeln des Textes dahin zu folgen, wohin sie führen. Ja, und dann hier noch der Tipp, das ist der Grund, warum ich die Leute ermutige, die Bibel zu lesen, als wäre sie ein Roman. Wenn sie Romane lesen, wissen sie instinktiv, dass der Autor etwas mit ihnen vorhat. Er lenkt ihre Aufmerksamkeit auf etwas oder er lenkt sie ab, führt sie irgendwo hin. Oder leitet sie aus irgendeinem klugen Grund in die Irre.
Wir lesen einen Roman und ahnen, dass wir einen Ort wiedersehen werden, Teile eines Dialogs wieder hören oder diesen Charakter wieder treffen werden. Wir wissen das einfach, weil unser Verstand auf eine bestimmte Weise verdrahtet ist und getriggert wird, wenn wir in diesen Ich-lese-einen-Roman-Modus wechseln. Wir sehen Wörter anders als beim Lesen eines Lehrbuchs. Und das ist so ein Tipp, der hier auch mit bei ist, zu sagen, lies die Bibel mal ein bisschen wie ein Roman. Also trau dir auch das, oder trau dich auch das mal, um einfach zu sehen, ja, wo führt dann der Text hin? Das ist vielleicht ein Gegensatz zu dem, ne? Urtexte verstehen, Ursprachen verstehen und Tools nutzen, aber trotzdem, der Tipp hat auch seine Berechtigung. Also das sind 10 Hinweise zum Textverständnis der Bibel. Und in den nächsten Videos möchte ich da halt, wie gesagt, gerne mal genauer drauf eingehen, was das bedeutet, nochmal Bibel im Kontext zu sehen oder welche Tools kann ich nutzen, um die Bibel zu lesen oder Paralleltexte zu haben und so. Das war jetzt vielleicht etwas trocken, etwas sehr systematisch, aber ich wollte das nochmal aufgreifen, weil der Artikel dazu eh schon da war und weil es zumindest von dem, was ich im letzten Jahr gelernt habe, eigentlich dann doch sehr wertvolle Tipps sind, wo ich immer mal wieder auch reingeguckt habe, so in diese Liste und überlegt habe, okay, ne, also da lernt man dann auch nach und nach zu. Und das wünsche ich einfach auch jedem, der die Bibel liest. Halt, unter Gebet wirklich den Text der Bibel mit Achtung und Wertschätzung sich zur Hand zu nehmen und zu versuchen, das zu verstehen. Wie gesagt, was es da noch für weitere Hilfen gibt, gehe ich auch gern noch drauf ein. Aber auch gerade im letzten Jahr habe ich gemerkt, dass wirklich das Bibellesen an sich auch wirklich ohne einen extra Bibelkommentar dazu, ohne irgendwelche erklärenden Zusatzhilfen oder so, dass es ganz oft schon da beim Lesen sich Zusammenhänge erschließen, die ich vorher so nicht gesehen habe. Also was wirklich sehr, sehr interessant ist. Klar werden dann halt Ergänzungen vorgenommen durch Bibelkommentare, durch andere Sachen, aber das Bibellesen an sich unter Gebet ist einfach da auch schon, ja, was eigentlich jeder Christ machen sollte. Genau, also das zu diesen 10 Punkten und dieser Ermunterung. Nächstes Mal, wie gesagt, geht es wahrscheinlich um entweder die Tools, die man verwenden kann zum Bibelstudium, um da ein bisschen abzutauchen, auch in die Ursprachen. Das meiste sind englische Tools, aber ich habe auch ein deutsches gefunden. Da möchte ich drauf eingehen. Und ja, alternativ, vielleicht kommt auch das mit der Kopfbedeckung im Thema oder irgendwas anderes. Lasst euch überraschen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Und wenn es irgendwie hilfreich war für dich oder wenn du selbst Fragen hast oder was toll wäre, wenn du Tipps hast zum Bibellesen, wie du dabei vorgehst, was dir persönlich hilft, also den Text der Bibel systematisch und gut zu verstehen, schreib es doch mal einfach hier unten drunter in die Kommentare, was da für dich einfach, ja, zu deinem Bibellesen, zum erfolgreichen Bibellesen beigetragen hat oder dir dabei hilft. Würde mich sehr freuen, wenn du einen Daumen hoch gibst, Daumen hoch fürs Video oder einfach einen Kanal abonnierst, falls es dich interessiert, was hier sonst noch so kommt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit auf jeden Fall und ich wünsche einen schönen Tag, Abend oder was auch immer gerade für eine Zeit bei dir ist.